Nun, dass Antichrist Papst Pius XI. Mit Hitler sympathisierte, das sollte uns eigentlich nicht überraschen. Für ihn hätte Europa nur über eine Vorherrschaft Deutschlands wieder zur Ruhe kommen können. Ja, hier haben wir wieder mal eine Bestätigung des Zitats, das ich ja schon öfter gebracht hatte, das ihr nachlesen könnt in dem Buch Behind the Dictators, wo Antichrist Papst Leo XIII. Dem deutschen Kaiser Wilhelm gesagt hat, dass er will, dass Deutschland das Schwert der römisch-katholischen Kirche in Europa wird. Für ihn hätte Europa nur über eine Vorherrschaft Deutschlands wieder zur Ruhe kommen können. Also nur wenn die Deutschen regieren, dann herrscht in Europa Ruhe. Dann herrscht in Europa der Antichrist, weil Deutschland ein willfähriger Sklave des Antichristen ist. Sicher seit sie die Reformation aufgegeben haben. Sicher seitdem die Menschen an den zukünftigen Antichristen glauben und den Papst nicht mehr als Antichrist akzeptieren. Ja, jetzt komme ich ein bisschen vom Thema weg, aber es tut mir leid. Ich habe heute wieder mal ein paar Kommentare bekommen auf meinen Videos. Welches Video war das denn hier? Leben Evolutionisten im Jahr 2017, was ich letztens hochgeladen hatte. Das ist natürlich schon eine ganze Zeit lang her, bis ihr dieses Video hier sehen werdet. Nur, worauf ich hinaus will damit, ist das Folgende. Ich kriege da Kommentare drauf von Leuten, die sich als Christ ausgeben und dann sagen, ja, aber Jörg, warum sagst du denn bitte schön, dass der Papst der Antichrist ist? Es gibt doch erst diese 3,5 Jahre Tribulation, diese 3,5 Jahre Trübsal und dann kommt der Antichrist und schließt einen Vertrag und der müsste doch in den Tempel Salomons in Israel sitzen. Das ist doch alles so. Mensch, 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 Leute, geht bitte zu meinen Videos. Der größte Betrug seit dem Garten von Eden und versteht es endlich. Die Zukunftslehre des Antichristen ist basiert auf der Lüge, dass die 70. Woche von Daniel nicht erfüllt ist. Aber Jesus Christus hat die 70. Woche der Daniel-Prophezeiung der 490 Jahre, die ihm gegeben wurde in babylonischer Gefangenschaft vor knapp 2000 Jahren, hundertprozentig erfüllt. Daniel Kapitel 9, Verse 4 bis 27. Schaut euch meine Videos darüber an. Der größte Betrug seit dem Garten von Eden. Ich will da jetzt nicht noch im Detail drauf eingehen. Aber es gibt Leute, die haben es immer noch nicht begriffen. Und es geht nicht darum, was ich, Jörg, sage. Nein, ich sage euch die Bibelzitate. Die Bibel hat, Gott hat uns wissen lassen, wer der Antichrist ist. Unser Vater im Himmel hat sich im ganzen sogenannten Alten Testament, das ja eigentlich das Gesetz und die Propheten heißen sollte, darum bemüht, uns deutlich zu machen, dass wir in Sünde leben und dass wir uns bekehren müssen und dass wir bekennen müssen, dass wir in Sünde leben und dass nur einer diese Sünde von der Menschheit nehmen kann und das ist der Sohn Gottes. Und wenn er kommt, das perfekte Lamm, dann wird die Sünde von den Menschen genommen. Dafür müssen die Menschen aber an dieses Lamm, an seinen Sohn glauben. Und im ganzen Alten Testament, alles wie es im Alten Testament, nur auf Jesus Christus hin. So, und Daniel 9, 4 bis 27 weist auf Jesus Christus hin und auf die Vollendung seines Ministeriums, seiner 7 Jahre. Da muss ich mal eben das Bild dann vielleicht einblenden, dass wir das da eben noch mit beinehmen können. Ja, dass in der Zeit, wenn Jesus Christus dann kommt, ne, da sehen wir das hier, über die Periode von 490 Jahren sehen wir hier die Erfüllung der 70. Woche in Daniel 9, Vers 26 heißt es dann, dass er die Opferungen zum Beenden bringen wird und das ist in dem Moment geschehen, wo Jesus ans Kreuz ging. Er war das perfekte Lamm. Ja? Und Leute begreifen immer noch nicht, dass hier in Daniel 9 über den Christus gesprochen wird und nicht über den Antichristen. Und Gott hat so viel Mühe gemacht, uns zu erklären, guckt, da kommt eure Erlösung, euer Messias, ja, und dann im Neuen Testament wurden wir ständig, auch schon vorher, auch Daniel hat darüber gewarnt in Kapitel 2 und Kapitel 7, wo er die 4 Königreiche erklärt hat, einerseits mit der Statue
diese Statue des Menschen mit dem Kopf aus Gold und den Armen und der Schulter aus Silber, mit dem Bauch und den Hüften aus Bronze und den Beinen aus Eisen, wo er dann erklärt hat, was diese Königreiche sind und welche Königreiche halt gelten werden auf dieser Erde noch bis zum Ende der Zeit. Und Paulus hat es in verschiedenen Stellen in der Bibel gesagt, wobei die kräftigste Aussage finde ich persönlich in 2. Thessaloniker. Können wir mal eben sehen, ob ich das hier in der Bibel eben mal finde. In dem zweiten Buch der Thessaloniker, Kapitel 2, Vers 7. Wollen wir eben gucken, ob wir hier zu den Thessalonikern schnell kommen. Zweite, das ist hier. 2. Thessaloniker 2, Vers 7. Da wollen wir mal gucken. Also machen wir das mal für jeden eben deutlich. Es ist nicht Jörg, der sagt, dass er der Antichrist ist. Hier steht es: Denket ihr nicht mehr daran, sagt Paulus zu den Thessalonikern, dass ich euch solches sagte, als ich noch bei euch war? Diese Briefe aus dem Neuen Testament sind ja Briefe, die Paulus geschrieben hat zu den Kirchen, die er davor errichtet hat, um dafür zu sorgen, dass diese Kirchen sich der Sachen erinnern, die er gesagt hat, als er da war. Aber in diesen Briefen konnte Paulus natürlich nicht so deutlich sprechen, wie wenn er den Leuten gegenüber sitzt. Ich kann ja auch bestimmte Dinge nur Leuten sagen, wenn ich sie vis-à-vis sehe, als wenn ich das schreiben müsste. Weil wenn dieses Schreiben dann in die falschen Finger kommt, dann könnte ich dafür belastet werden. Das war damals bei Paulus genau dasselbe Problem. Also sagt er hier: Denket ihr nicht mehr daran, dass ich euch solches sagte, als ich noch bei euch war? Und nun wisset ihr ja, was noch aufhält in der Zeit, wo Paulus spricht. Wer hat denn in der Zeit regiert? Wer hat denn in der Zeit aufgehalten? Das waren doch die Cäsaren, ne? Und nun wisset ihr ja, was noch aufhält, dass er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon an der Arbeit. Nur muss der, welcher jetzt aufhält, erst aus dem Wege geschafft werden. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, welchen der Herr Jesus durch den Geist seines Mundes aufreiben und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft vernichten wird. Also mit anderen Worten, um es nochmal deutlich zu sagen, es ist nicht Jörg, der das sagt, es ist die Bibel, Paulus. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon an der Arbeit, nur muss der, welcher jetzt aufhält, erst aus dem Weg geschafft werden. Das war mit anderen Worten, die Cäsaren müssen erstmal weg. Und das, was dann kommt, das ist der Gesetzlose. Und der Gesetzlose, das ist der Antichrist, der Mann der Sünde, der Mensch, der Mann des, der Sohn der Sünde, der Mann des Verderbens. Wie sagt man das? Man of Sin? Nee, Mensch der Sünde, Son of Perdition, der Sohn des Verderbens. So sagt man das auf Deutsch. Das ist der Antichrist. Und der Antichrist ist das Amt des Papsttums. Und wie hat das Daniel gesagt? Ich will ja nun ich wollte kein Antichristen-Video machen. Ich werde das hier mal vielleicht rausschneiden als extra Video machen. Es ging mir ja eigentlich darum, dass ich euch sagen wollte, wer der Antichrist ist, weil ich ja immer diese Zweifler kriege. Ja, das geht mir echt ganz schön auf den Keks. Und ich glaube, man kann es ja wohl nicht deutlicher sagen als das hier. Und Daniel hat es ja gesagt mit dem kleinen Horn. Ne? Und wenn Rom halt in seine 10 Teile verfällt, in seine 10 Königreiche verfällt, dann entsteht aus diesen 10 Hörnern, in der Mitte der 10 Hörner entsteht ein 11. Horn. So, und dieses 11. Horn ist der Antichrist. Geht mal nach Nürnberg, schaut euch mal das Rathaus an, das haben damals Protestanten gebaut. Da sind die 4 Tiere aus der Daniel-Offenbarung davor zu sehen. Das vierte Tier hat ein 11. kleines Horn, das aus den anderen 10 rauswächst. Und was ist das kleine Horn? Ein Horn ist ein Königreich. Okay? Was ist der Vatikan? Ein Königreich. Ist der Vatikan klein? Ja, ist mal gerade ein Hektar oder sowas groß. Ist das kleinste Königreich auf dieser Erde. Das kleine Horn, das aus den anderen 10 Königreichen emporkommt. Ne? Also,
diese Diskussion, ob der Papst der Antichrist ist oder nicht, da muss man halt nur die Bibel verstehen. Ich möchte ja gerne helfen zum besseren Bibelverständnis, aber wenn ihr es weder von mir noch von der Bibel annehmt, ja, bitteschön, dann bleibt halt in eurem Irrtum, ne? Dann kann ich euch auch nicht mehr helfen. Aber ich denke, wir sollten jetzt mal weiterlesen, sonst kommen wir hier vom Regen in die Traufe und von dem Buch überhaupt nicht mehr weiter. Aber ich finde es doch einmal wichtig, um mal eben zu erwähnen, dass wenn ich hier ständig den Papst als den Antichristen denunziere, dass ihr auch wisst, wie ich das biblisch begründe. Und so wie ich das biblisch begründe, so haben das die frühen Christen alle gesagt, alle gesehen. So haben das die Apostel von Jesus Christus gesehen. So hat das Daniel gesehen in seiner Vision, die ihm von dem Erzengel Gabriel gegeben wurde. Und so hat es Johannes gesehen, als er die Offenbarung schrieb und unter anderem in Kapitel 17 und 18 ja wohl deutlich Rom und eben die römisch-katholische Kirche und deren Vorsitzenden meint. Das Amt des Papstes ist das Amt des Antichristen.